Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu Star Revenge Zero Galaxy of Origins. Okay. Was zum Heck geht hier ab? Strange Guy. Hey Ned. Was zum Geier? Die Gumbas. Die Gumbas sehen ja strange aus. Ja. Läuft direkt mal. Geschenkt. Hi, O-Studio. Na, wie geht's? Oh, ja, natürlich. Oh mein Gott. Mir geht's auch ganz gut, ja. Okay, holy shit. Oh mein Gott. Na, mal, kommst du da hoch oder nicht? Mario? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Fängt schon mal gut an, ne? Alter. Ah, so geht's. Gar nicht easy. Gar nicht easy. Ich hätte gern mal eine vernünftige Kamera, ja? Okay, schon mal eine fiese Passage geschafft. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich glaub doch nicht im Ernst, dass ich das Ganze ohne Save-States spiele, oder? So verrückt bin ich nun auch wieder nicht. So, es hat natürlich ein bisschen gedauert, bis ich das ans Laufen gekriegt habe.
Das war mir bereits klar, dass das passiert. Es wird noch Level geben, wo ich mir sage, okay. Warum springt ihr da raus? Okay. Alter Schwede. So, ich speichere mal wieder, damit wir das Ganze nicht von vorne machen müssen. Und renne direkt in den Abgrund. Klar. Was ist das jetzt schon wieder? Pff, ich habe gar nichts gesehen gerade. Alter. Ich hack mir doch nicht so einen Schrecken ein. Oh Gott. Sowas kann ich doch gar nicht. Komm her. Kamera? Okay, hat nichts gebracht. Oha. Verdammte Axt. Das war klar, das war so klar, das hätte man sich denken können. Ey, als ob der 1 mm vor der Bombe bleibt. Okay, diesmal ein bisschen mehr Schwung. Ja, come on!
Ist aber mal gut hier. Okay, ich krieg's wirklich nicht gebacken. Ist ja crazy. Ich treffe einfach nicht. Ich treffe einfach nicht. Ich bin zu blöd für den Kampf. Ganz ehrlich. Ach komm, das hätte doch zählen können. Das gibt's doch nicht. Warum ist das jetzt 1 Millimeter? Well, das war schon mal scheiße. Was? Nein. Ach, come on. Ist das nicht wahr? Das reicht einfach nicht. Und da kommt so eine scheiß Stampfattacke. Heiliges Hackfleisch. Geht doch. Heiliges Hackfleisch. Geht das schon gut ab.
So, auf die einfache Art. Und jetzt, meine lieben Freunde, betreten wir die Rakete. Willkommen in der Galaxie. Und Kurs 1. Fangen wir doch mal gleich mal mit etwas Einfachem ein. Falls es wirklich einfach ist. Nee, das ist die Startplatte. Gut. Dann weiß ich schon Bescheid. Aha, hier ist es ein Block. Ich fange direkt mal mit dem 80 Münzenstern an. Ich glaub's ja nicht. Du machst bestimmt die Kanone auf. Oder auch nicht. Okay, ein seltsamer Block. Ins Wasser kommen wir auf jeden Fall auch. Das ist schon mal nicht so schlecht. Nur es bringt mir halt herzlich wenig. Ach komm. Ach Gott. Alter, mach den Wandsprung. Teleporter gefunden. Ah, da. Direkt dran vorbeigesprungen. Holy shit. Jetzt bin ich hier. Nein! Scheiße. Oh Mann. Save. Ach so, falscher Knopf für Long Jumps. Keine Stampfattacke, Mario.
Ja, fall halt wieder runter. Natürlich. Oh Gott. Keine Stampfattacke. Und das schon mal gar nicht, Mensch. Oh Mann. Was tue ich denn da schon wieder? Ja, einfach ist es definitiv nicht. Oh Gott, ey. Da habe ich doch gar nicht hingelenkt. Okay, das scheint gar nichts zu bringen. Nein. Nein. Oh, das war dumm. Jetzt kriegst du bestimmt nicht mehr hin, ne? Oh Mann. Gott. Safe. Ja, genau. Da hinten. Hier ist aber eine Röhre. Was hast du zu sagen, mein Lieber? Well. Ich merke gerade, aber wir haben hier keine Leben. Och nee. Alle Coins nochmal sammeln. Och nee.
Ja, geh doch hoch jetzt. Ja, nicht gerade springen, Mann. Das war drüber. Da hat er sich wieder angehauen. Geil. Das war nicht geplant. Och man, Mario, nicht den Move. So, machen wir die. Ich verwechsel immer noch die Sprungtaste. Haut er sich da an? Ich stelle mich aber auch an hier. Ich komme nicht mehr zurück. Ich komme nicht mehr zurück. Und das war Epic Fail. Hi Whitey. Ach, geh da hoch. Dammit. Was ist hier los? Alter.
Oh Mann! Man sieht, es ist nicht leicht. Was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Okay, das war zu schnell. Oh Mann. Kommst du nicht ab? Oh Mann. Ja, jetzt ist es eh zu spät. Hä? Ich hasse das. Oh Mann. Also später speichern darf ich jedenfalls nicht. Sonst komme ich nicht mehr an den... Darf man mal fragen, was hier los ist? Mann! Wandsprünge, die sind's halt hier. Och, come on, als ob ich jetzt nicht genug Speed hab. Puh. Geht doch. So, das speichere ich mal ab. Oh. Das hat mir doch nicht gefallen, Leute, oder? Oh Mann, geh da hoch jetzt. Ich bin hier wirklich vorsichtig as hell.
Unsichtbare Wand. Safe? Nein, nicht safe es. Safe. Oh mein Gott. Ja, mach doch den. Mach doch den! Oh Junge, bist du. Ja, mach den einfach nicht. Nicht rauf. Oh nein. Alter. Ich komme mit der Steuerung nicht zurecht. Merkt man vielleicht. So, bitte jetzt hier oben bleiben. Ich werde gleich kurz mal pausieren, das ist klar. Okay, kurze Pause, wir sehen uns gleich.
So, bin wieder da. Was ist denn eben gehabt? So. Oh Mann. Ich bin halt sehr vorsichtig und... Bloß keine Fehler mehr. Große Scheiß. So. Das machen wir mal hier schön absichern. Da ist der Beginn. So. Jetzt brauche ich halt die Coins. Es gibt 8 Sterne pro Kurs, also das ist schon mal harter Shit. Ja.
Noch 7 und dann haben wir den 80 Münzen Stern. Also sollte kein Problem sein. Okay, das ist eine wirde Ecke hier. Wait. Wo geht's denn hier rauf? Atmat Space? Okay. Was auch immer. Wow. Wo klettern wir hier schon wieder rauf? So, zwei Stände gibt es noch in diesem Kurs. Ach, so wechselt man. Also, über einem Hotel haben wir noch nicht. Und die Kanone haben wir noch nicht. Ist die Frage, welch... Okay, der labert nur. Hier kann man irgendwo hoch. Ach, ich glaube. Ja, hier ist die 2. Alles klar. Was mache ich denn hier? Ihr seht, ich habe die Moves nicht wirklich drauf. Oh Mann.
Verarsch mich doch jetzt nicht. Ich hab doch nach... Oh Gott. So, jetzt ist die Frage, wo war das mit der Kanone? Ich habe den Typen nämlich noch nicht gesehen, der die Kanone aufmacht. Ihr etwa? Halt, das ist ein anderer Eingang. Komme ich dann nicht mehr hoch oder was? So, jetzt nochmal. Gut. Da hätte man noch blaue Münzen, wenn man sie bräuchte. Brauche ich aber gerade nicht. Ich suche nämlich den Bonbon, der mir die Kanone aufmacht. Stern 6, das war das mit den roten Münzen. Da ist Stern 1. Da war Stern 2. Meine kann da hoch, aber ohne Grund.
Hier ist noch eine Bombe. Nee, aber auch er ist keine Bombe für die Kanone. Hä? Das ist der Stern, den ich suche. Ach, es hat mit dem Schalter zu tun. Oh. Okay, wo war gleich der Schalter nochmal? Der war doch hier. Rate ich schon wieder hier rum? Kleinen Augenblick mal. Ich muss mir das mal genau anschauen gerade. Ach komm jetzt. Mann, da will man kurz mal nachschauen. Ach, der ist da oben. Da, wo wir noch gar nicht waren. Was? Okay. Und
gut, ich dachte, ich wüsste, was ich tue, aber nee. State. Ich werde jetzt viel mit Safe States arbeiten hier. Arschloch. Nein! Was? Hier ist ja gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Haben die das geupdatet? Ich sehe den Switch nicht. Sag mal jetzt nicht, ich bin hier umsonst hochgekraxelt. Bin ich wohl scheinbar echt. Wo ist denn dann der Schalter, bitte? Ich hab doch jetzt die Map komplett durchgeguckt. Hier ist gar kein Schalter. Oder habe ich ihn falsch verstanden? Hier nix Schalter. Ich habe zumindest keinen Schalter gefunden. Kannst du mir nicht sagen, in welche Richtung ich suchen muss? Das wäre ein bisschen einfacher. Mit der Kanone muss ich ja darüber, das weiß ich. Hä?
Es steht ein großes Fragezeichen über meinem Kopf gerade. Hallo, steht da gerade ein Fragezeichen über meinem Kopf. Seht ihr einen blauen Schalter? Ich nicht. Da, wo ich gerade eben war, wo der eigentlich sein sollte, ist er nicht. Das gibt's doch nicht, dass ich jetzt die Aufgabe da nicht löse kann. Vor allem da hoch komme ich auch gar nicht. Ach Leute, das ist jetzt nicht wahr, oder? Also ich sag's mal gleich voraus, welche Version habe ich denn von? Version 1.0.3. Moment, 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 Moment.
Keine Ahnung. Es ist seltsam. Ich verstehe es gerade irgendwie selbst nicht. Hi, Kaki. Ich bin gerade am Rätseln, wie ich die Kanone da öffne. An diesem Punkt da hinten. Das Ding ist nämlich, irgendwo gibt es einen Schalter, der diesen roten Block da entfernt. An dem Platz, wo er eigentlich sein sollte, finde ich den aber nicht. Nervig. Jetzt muss es einen Schalter geben. Das kann doch nicht wahr sein. Verlangen doch nicht ernsthaft, dass man da hochglitscht, oder? Nee, das glaube ich nicht. Da muss ein Schalter sein. Ja, wie? Aber der Schalter, wo ich gerade war, da war nichts. Ich kann es nur mal beweisen, dass da nichts ist. Was soll der Scheiß denn? Ich werde komplett betrogen gerade. Von dem Spiel. Ich gehe jetzt noch mal dahin, wo ich nämlich eben hochgekraxelt bin. Oder wisst ihr was? Ich lade einfach den State. Weil schließlich fahren wir da. So, seht ihr irgendeinen Schalter an der Stelle? Ich sehe keinen. Die müssen den irgendwo anders platziert haben. Weil... Das ergibt mir überhaupt keinen Sinn gerade. Die Röhren führen alle in denselben Ort.
Was mache ich denn da jetzt? Wo könnte der Schalter sein? Ich versteh's nicht. Der Schalter, wo er ursprünglich sein sollte, ist nicht da. Muss irgendwo anders stecken. Oder hab nur ich den Bug und alle anderen? Ich komme mir blöd vor. Ich komme mir gerade echt blöd vor. Wisst ihr das? Stern 5. Den Schalter finde ich einfach nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Bei jedem ist er an derselben Stelle, nur bei mir ist er überhaupt nicht da. Ich fühle mich verarscht von dem Game. Wisst ihr das? Der Schalter ist einfach mal nicht da.
Mann, Leute, Tipps. Irgendjemand, irgendwelche Tipps? Dieser Stern. Das ist so der erste Stern, der mich richtig auf die Kappe bringt. Da ist der Block. Oben hätte der Scheiß Schalter sein sollen. Ich hätte gesagt, ich hätte das Level resettet nochmal, aber pff, was das bringt? Weil wir sehen ja, der Schalter ist nicht da. Der Schalter hätte da sein müssen, eigentlich. Möglicherweise. Ich kam ja aus dem Redcoin Underground Raum raus. Kann eventuell sein, dass es da nicht so krass geladen hat. So eventuell. Nö, er ist immer noch nicht da.
Musste man irgendwas Bestimmtes machen? Ja, ja, Regenbogenpipes, bla bla. Das blöde Internet gibt auch keine Hinweise. Ich hab's doch offen. Aber selbst da kriege ich keine Informationen drüber. Mann, ist das ärgerlich. Geh eigentlich unnötig hier noch mal lang. Ich verzweifle langsam. Doch nicht. Ey, es muss doch einen Weg geben.
Ja, das ist der Kanonenstern, ich weiß, aber... How the fuck? Ich spiele ja auch die neueste Version, aber die findet man auf YouTube leider nicht. Sag mir nicht, ich muss da jetzt hoch. Ist doch viel zu steil. Come on. Das geht doch gar nicht. Wie soll man denn den Trick ausführen hier? Och man, Leute, das kann nicht sein. Erst den Switch nicht einbauen und dann einen hier nicht hochlassen. Ja, logisch. Mann. Komm schon. Das bringt alles nichts. Das finde ich nicht geil. Bei jedem, den ich hier sehe, ist der Switch da oben. Aber bei mir absolut nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Warum ist der bei mir nicht da? Überall, wo ich nachgucke, ist der da oben gewesen. Bei den scheiß Dingern. Das gibt's doch nicht. Ich hasse das Ganze gerade. Alter, das gibt's doch nicht. Was ist deren Problem eigentlich? Dieser P-Switch bringt mir nichts. Der bringt nur Geld.
Liegt das vielleicht an der Version? Weil... Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Die hätten das doch niemals entfernt. Hier hätte er sein müssen. Mal bitte fragen, wie das passiert ist. Ich schwöre bei Gott, ich habe nichts gedrückt. Kein Schalter oder sowas. Es ist einfach weggeploppt. Darf man mal fragen, wieso? So, jetzt haben wir alle 8 Sterne. Gut. Exit Course. Ach ja, Kaki, das ist die Oberwelt. Die komplette Oberwelt. Wenn man jetzt hier zurückgeht, gibt's noch eine höhere Oberwelt. Krass, ne? So, hier findet sich Kurs 2, aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Nachdem was passiert ist. Alter Schwede.